Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 3. Heute auf Evac mit Team Deathmatch. Heute geht es mit einer Waffe los, mit der ich letztes Mal eigentlich schon spielen wollte, sie dann aber nicht im Gepäck hatte. Und deswegen zocken wir mit der heute, nämlich mit der HVK-30. Und das ist eine Waffe, mit der ich anfangs ganz gut zurechtkam. Irgendwann habe ich die dann verworfen, weil andere Waffen mir mehr zugesagt haben. Warum genau, weiß ich auch nicht. Die Waffe kam mir halt so ein bisschen zu unpräzise vor. Ja, aber mittlerweile ist die HVK eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool. Also, gefällt mir einigermaßen wieder. Jo, wir spielen heute mit dem Modus Team Deathmatch. Kennt man. Töte 100 Gegner und gewinne die Partie damit. Oh Mann, was für eine Reaktionszeit. Vor allem, weil da unsere Teammates waren und ich hatte eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass da irgendwie ein Gegner nochmal spawnt. Aber spawnt ist gut gesagt, dass da ein Gegner nochmal kommt. Aber ey, das sah gut aus. Ja, hier 20 Schuss gebraucht für einen. Na gut. Aber trotzdem ordentlich. Jo. Oh Mann, da ist einer gestorben. Müssen wir aufpassen. Warum versammeln sich alle hier in diesem Gartenhäuschen? Eieiei. Ah, verdammt. 10 zu 9 für uns. Aber der Tod war nicht unbedingt der Beste. Der Tod war nicht unbedingt der Beste. Ich habe schon schönere Tode gesehen von mir. Ja, ja. So. Überall mal rumgucken. Eieiei. Oh Mann, von hinten gibt's hier natürlich wieder fettes Fratzengeballer. Und natürlich kann ich mich nicht so schnell umdrehen, dass ich da direkt wieder die Kerle im Visier habe. Dafür haben wir zu wenig Leben. Und sowas würde ich mir gerne für Infinite Warfare wünschen. Ich finde eigentlich, ich habe das ja hin und wieder schon mal gesagt, also hohes Movement, könnte man mehr Leben gebrauchen und so weiter und so fort, damit man sich an das alles hier anpasst. Ich finde, dass man das ruhig mal experimentell machen könnte. Also man muss ja nicht direkt irgendwie bei Infinite Warfare sagen, okay, wir machen es so, wie Dave von Dave Gaming das gesagt hat. Sondern man könnte ja auch sagen, okay, so ein bisschen wie Hardcore. Ja, geil, cool. So ein bisschen wie Hardcore fügen wir so einen kleinen Modus hinzu. Warum bin ich nicht mal eine Sekunde nach dem Spawn sicher? Mal ganz ehrlich, also im Free-for-All hat mich das schon genervt, aber hier regt es mich gerade noch mehr gerade auf. Weil es ist eigentlich ein teambasiertes Spiel und die Map ist größer als Combine. Ja. Verbündeter Wächter eingesetzt. Warum macht man nicht experimentell so einen Modus, wo du dreimal so viel Leben hast wie im normalen Spiel oder wo die Waffen ein Drittel des Schadens von mir aus machen? Ja, und damit könntest du so ein bisschen ausloten, wie ein Call of Duty eben mit viel Leben funktionieren könnte. War das kein Teammate von uns, der da gerade bei uns... Oh nee, das... Hä, wie ist denn der Kerl gestorben da, der da runtergefallen ist? War das ein Teamkollege oder nicht? Ich habe da keine blaue Schrift gesehen. Wahrscheinlich, weil wir es aus Gegnersicht gesehen haben. Ja, gut. War doch einer aus unserem Team, ist aber direkt gestorben. Ich habe gehofft, dass er das Feuer auf sich zieht und dass wir da ganz ruhig von der Seite killen können. Ja gut, hat nicht funktioniert. Manchmal stellt man es sich halt so vor, wie es dann doch nicht ist, weil random Leute. Oder von der Seite abgeschossen werden. Auch gut. Na, egal. 7-7, trotz einer kleinen Pechstreak. Ey, was ist denn hier mit dem Ping gerade los? Habt ihr das gesehen? Der Typ ist direkt so einen Millimeter nach links teleportiert. Ey, was ist denn heute los mit den Kerlen? Sag mal ganz ehrlich, ist heute World Jump Day oder was? Oder ist heute der schlechteste Ping bei Unity Media seit Anbeginn des Internetzeitalters gemessen worden?
Es ist so klar gewesen. Sobald ich mich weggedreht habe, kommt der Spacken aus seiner Kackhöhle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tschüss. Ich weiß nicht, was für ein Scheiß Klasse der hat. Oder was auch immer das ist. Achtung, feindlicher Geist unterwegs. Ich weiß nur, dass der Typ hier mit dem Raketenwerfer schießt und dabei härter verzielt als Achtung, feindliches, verstärktes Sergio Ramos bei seinem Elfmeter von vor ein paar Jahren bei dem Champions League Finale. Was ist denn heute mit dem. Was ist denn heute mit den Servern los? Mal ganz ehrlich. Ja, genau. Spiel mit dem Raketenwerfer, weil das so viel Skill braucht, ne? Oder schießt uns mit dem Helikopter ab. Ach Gott, ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Ey, sorry, aber es ist halt so. Das wird mittlerweile echt nervig, das Game. So, tschüss. Tschüss. Und welcher Kackvogel ist das denn? Der uns hier jedes Mal aufs Neue, wenn er schießt, mit irgendeiner Kacke den Bildschirm vollspritzt. Nein, ich finde das nicht cool. Ich finde, es ist auch im Übrigen eine Sauerei, dass man auf dem Schwarzmarkt Waffen bekommt, die du so nicht hast. Mal ungeachtet dessen, wie stark die sind oder nicht. Wow. Das ist so ein extrem cleverer Mensch, der sich selbst gekillt hat mit dem Raketenwerfer. Sehr gut. Nee, aber mal ganz ehrlich. Das ist unabhängig davon, wie die Waffen jetzt abschneiden, im Vergleich zu den Originalwaffen des Spiels. Es ist einfach so, dass es das Balancing rausnimmt, weil wenn ich eine Waffe nicht nutzen kann, einfach weil ich mir nicht genug COD-Punkte hole, um die im Marktplatz zu kriegen, ah ja, dann kann ich sie nicht nutzen. Und wenn die meinem Spielstil ganz gut liegen könnten, dann würde ich sie eventuell gut nutzen können. Ja, falsch gedacht. Darf's nicht. Tschüss. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie der mich mit dem Headshot gekillt hat, nachdem ich ihn schon anscheinend viel früher gekillt hatte. Aber gut, whatever. 16-16 in einer Lobby, in der unser Team nur nicht mal zwei Drittel der Kills der Gegner hatte. Es lief immer noch ganz okay. Also, ganz, ganz komische Konstellation. Die Gegner mit dem Raketenwerfer, mit was weiß ich was. Und ja, lief einigermaßen mit vielen Lags, aber weiß nicht. Hoffen wir, dass Infinite Warfare besser wird. Ja, für heute war's das. Ja, Young Sinatra kriegt da direkt Punkte. 0-13 hatte der. Ich dachte, der wäre neu in die Partie gekommen, aber der hat 0-13. Okay, für heute war's das mit Black Ops 3. Macht's gut, Leute. Mit 0-13.